Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, es fängt schon an mit einem Versprecher. Es kann nur gut werden heute. Naja, ich habe auf jeden Fall ein Unboxing für dich. Und zwar geht es um die Glossy Box bei Dahlia. Die hat 18 Euro gekostet und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Sonderedition. Das heißt, normalerweise kommt die Glossy Box ja regulär jeden Monat raus und die kann man sich im Abo bestellen. Die kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box. Wenn du den Code CLAUDIARSQ, glaube ich, nimmst, dann bekommst du auch noch ein bisschen Rabatte darauf. Ein bisschen Eigenwerbung schadet nie. Ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Ich habe mit denen ja keine Kooperation oder so. Und genau, die bringen ab und an auch mal Special-Boxen raus. Und regelmäßig kommt aber auch noch mal die Glossy-Box-Jagen, die Glossy-Box-Men und so weiter und so fort. Der Glossy-Box-Adventskalender, das Glossy-Box-Oster-Special, was bald kommen sollte. Den ganzen Rampampam. Genau, das kommt raus und jetzt haben die halt so eine Kooperationsbox mit Dahlia. Dahlia sagt mir nichts, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist ein hübsches, junges Mädel, soweit ich das gesehen habe. Mehr weiß ich nicht. Okay, ja, und ich bin halt gespannt, was drin ist. Der Deckel steht ein bisschen ab und das heißt, das ist eigentlich alles ganz gut gepackt, ne? Das ist einfach der Deckel und das scheint Dahlia zu sein. Mhm. Na guck, da sehen wir direkt das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Ja, bin ich wirklich jetzt mal... Haben sie mich. Gucken wir mal. Glossy Box Loves Dahlia. Übrigens interessant, dass sie jetzt ein richtiges Heftchen auch herausgebracht haben. Ansonsten bei diesen Sonderboxen hast du einen Flyer mit dabei oder einfach eine Klappkarte, ne? Und mehr nicht. Und hier hast du richtig, da sind richtig Seiten drin. Das ist schon cool. Beauty startklar mit deiner Glossy Box Loves Dahlia Edition. Oh mein Gott, das ist ja richtig ein Reim hier. Mit ihren über 7 Millionen Abonnenten. Wow. Ich muss die Frau mir unbedingt mal reinziehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh. Auf Instagram, TikTok und YouTube ist sie eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Influencer überhaupt. Und das mit ihren 18 Jahren. Ach was. Viele Gründe, um Dahlia eine ganze Glossy Box zu widmen. Und genau das haben wir getan. Denn dieses Girl beeindruckt uns nicht nur mit ihrer ultrasüßen Art, sondern auch mit ihrer ihren frischen Ideen in Sachen Looks. Mhm. Die muss ich mir echt angucken, Leute. Warum kenne ich die nicht? Bin ich zu alt? Oh, nein, keine Ahnung. Freu dich auf eine ganz exklusive Produktauswahl, bestehend aus Dahlias Beauty Favorites, in dieser von ihr co-gestalteten Special Design Box. Mensch, viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Team. Und Dahlia hat auch unterschrieben. Wahrscheinlich reingedruckt, aber ne? Cool. Ja, ich bin gespannt. 18 Euro ist echt erschwinglich, ne? Das finde ich echt nice. Hier haben wir ein Seidenschleifchen, was das Seidenpapier zuhält. Das machen wir jetzt mal auf. Ich meine, die sieht ja auch wirklich knuffig aus, ne? Muss man ja sagen. Die ist wirklich hübsch, wirklich knuffig. Echt. Sieht sehr, sehr entspannt aus und so. Mal gucken, was so ihre Beauty-Favorites dann sind. So. Wow. Hier ist echt richtig viel drin. Also das ist prall gefüllt. Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Ich habe dieses Unboxing, mache ich am 27.02., Leute. Und ich habe ja dieses, alles, was ich in dem Monat an Beautyboxen auspacke und was ich an dekorativer Kosmetik habe, werde ich in einem Fullface verwenden. Bei dem ersten Produkt, was ich hier sehe, bin ich ein bisschen, ich habe Angst. Aber da ist, glaube ich, kein Kleber drin. Schade. Weiß ich nicht, ob da Kleber mit bei ist. Ansonsten würde ich die nämlich tatsächlich einfach mal mit euch zusammen ausprobieren. Das ist von Adele, die Faux Mink Lashes. Die sehen krass aus. Das enthält nur die Wimpern. Also hier steht nichts von Kleber. Tja, dann geht das leider nicht, ne? Ich bin ja so ein... Ich kann es ja nicht, ne? Mir Wimpern aufkleben. Karneval ja, muss ich sagen. Habe ich ab und an mal gemacht. Aber hier scheint kein Kleber drin zu sein. Ich meine, wo soll der auch sein? Ne? Das ist ja hier von der Verpackung gar nicht möglich. Das heißt, die werden dann demnächst mal weiter wandern. Die 814 ist wohl die Nummer hier. Ja, ne? Hübsch, aber ich trage nicht so gerne künstliche Wimpern, weil ich dieses schwere Gefühl auf den Augen nicht mag und ich kriege es auch einfach nicht hin. Hier haben wir dann von Riva Loves Me, da haben so viele schon von geschwärmt, sehr interessant, das Mattitude Long Lasting Lip Kit. Matt Liquid Lipstick und Lip Liner in der Farbe 01 Simplicity und das ist ein Lippenset mit einem, ja, matten Liquid Lipstick und einem Lip Liner. Liquid Lipsticks und ich, wir sind nicht die allerbesten Freunde, aber ausprobieren mache ich wohl. Da habe ich nichts drum bei. Versuche ich das gerade nur aufzukriegen. Und wenn das halt so nude ist, mag ich das auch gerne leiden. Ne? Ich mag auch gerne mal eine knallige Farbe, wie jetzt so eine schöne frühlingsfrische Farbe.
Und ja, das ist eine interessante Farbe, ja. So ein Nude Mauve irgendwas. Ja, ich denke schon, dass ich das dann in meinem Schminki mit euch zusammen ausprobieren werde, ne? Ja. Als nächstes habe ich hier etwas von Pure Lay mit drin. Das finde ich ja richtig cool, weil Schmuck haben wir jetzt nicht unbedingt häufig in Glossy Boxen drin, ne? Da haben wir ja 5 Beauty-Produkte drin aus dekorativer und pflegender Kosmetik. Aber Schmuck ist wirklich mal eine Hausnummer. Und ja, das sieht hübsch aus. Ich habe ja auch den Pure Lay Adventskalender ausgepackt. Ja gut, das sieht man jetzt ungefähr nicht, Claudia. Da muss ich auch gestehen, der Schmuck gefällt mir. Aber ich finde den jetzt nicht irgendwie atemberaubend. Von der Qualität her oder so, das ist ein wirklich kleines Armband, das wird mir auch einfach nicht passen. Ich meine, ne, man kann das natürlich noch weiterstellen, das steht vollkommen außer Frage, weil das hier hinten noch so Verstellviecher hat. Ich habe aber, also mein Armumfang ist nicht normal. Nein, also ich habe für eine Frau recht einen recht hohen Armumfang, recht große Hände, recht breite Finger und so, ne? Das ist jetzt überhaupt kein Body-Shaming oder wie man das nennt, aber es ist einfach so, ne? So sind die Gegebenheiten bei mir und deswegen weiß ich einfach, dass das hier weiter wandern wird. Ich mag das, ich finde das schön, auch mit dieser Lotusblüte da drauf und dass es so in Grau gehalten ist, finde ich wirklich schön, auch dass es Goldschmuck ist, aber es wird mir nicht passen, ne? Und ich werde es auch nicht wirklich tragen. Ein Nagellack haben wir hier mit drin, und zwar Manhattan Super Gel Nail Polish in der Farbe 002 Make a Wish. Das ist natürlich eine Farbe, die ist außergewöhnlich, ne? Aber tragbar, sagte sie mit ihrem giftgrünen Nagellack. Aber ne, die werde ich auf jeden Fall auch für mein Fullface Schminki zur Seite tun. Dann haben wir hier von Beauty Glam ein Clear Skin Serum mit 2% Salicylsäure. Das bekämpft unreine Haut. Ja, da bin ich jetzt eher vorsichtig, weil ich weiß nicht. Also ich habe ja sowohl trockene als auch unreine Haut. Als auch Haut, die ja, Falten hat, ne? Ist so. Herzlich willkommen, ich bin Claudia, 31 Jahre alt und ich habe Falten. Und da kann man eigentlich bei Gesichtsseren nehme ich nicht hundertprozentig immer nur dann etwas gegen Pickel oder immer nur gegen Falten. Ich mische mir aktuell das zusammen mit diesen Beauty Mates Boostern, ne? Das ist sowohl gegen Pickel als auch gegen Falten. Eins, also zwei Booster und die mische ich mir in die Tagescreme rein. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das sieht wunderschön aus, auch diese schöne matte Verpackung. Aber ich glaube, das wird meine Haut zu sehr austrocknen, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist so meine Angst, die ich habe, ne? Das verwende ich dann eher punktuell. Das Clear Skin Serum klärt die Haut und beugt Mitessern vor. Das Serum mit 2% Salicylsäure reinigt und exfoliert sanft die Haut bis in die Poren. Abgestorbene Hautzellen werden von der Hautoberfläche entfernt, wodurch die Haut besser atmen und Unreinheiten schneller an die Hautoberfläche bringen kann. Die entzündungshemmenden Wirkstoffe der Zaubernuss beruhigen die Haut und reduzieren die Neubildung von Mitessern. Die Hautoberfläche wird glatter und Poren werden Poren weniger sichtbar. Das Hyaluron verhindert ein Austrocknen der Haut. Okay, das ist nett. Das ist nett. Da ist halt Hyaluron mit drin und das trocknet nicht aus, ne? Ich weiß noch nicht. Ich habe Angst. Dann habe ich etwas. Upsala. Und zwar Fatsch. Jetzt kriege ich Hunger und denke an die liebe Alina. Professional. Mhm. XXL Hair Thickener. Increase Hair Density by 100% to create a thicker and fuller looking head of hair. 75 ml sind hier enthalten. Ist das so eine Haarkur, Haarspülung oder was ist das dann? Das müssen wir mal gucken. Steht hier auf Norwegisch drauf. Okay, das kann ich jetzt natürlich nicht lesen. Heftchen, wo drin steht, was drin ist, wird uns hier sicherlich bei helfen können. Lass dein Haar in nur wenigen Augenblicken voller und gesünder aussehen. Die spezielle und ultraleichte Formel des wachsartigen Gels, ah, das ist nichts für mich, ne? Ist ideal für kurzes und eher dünnes Haar. Okay, ich habe langes Haar. Sie legt sich schützend auf die Haaroberfläche, stärkt und repariert das Haar dank Weizenprotein und Enzymen. Zusätzlich werden die schwachen und beschädigten Bereiche der Haarfasern mit Keratin und Vitamin B5 versorgt. Hitzeschutz von bis zu 235 Grad gibt es obendrauf. Ja, ist nett, aber ich kann jetzt kein Haargel gebrauchen, Leute. Sowas verwende ich nicht. Haarstyling-Produkte und ich werden niemals warm miteinander. Okay, es scheint hier wirklich eine Box zu sein, die sich eher an etwas Jüngere richtet. Ist für mich jetzt ein bisschen blöd, ne? Sanssouci von, also Sanssouci Baden-Baden Aqua Clear Skin Anti-Pickel.
Blemish Stick. Das ist nett, das kann ich gebrauchen. Sowas kann ich mir wirklich auf die maskenden Pickel machen. Maskenden Pickel, oh mein Gott. Was ich halt hier unten habe durch das Tragen der Maske, ne? Das ist, ja, wirklich sinnvoll. Das ist klasse. Ach süß, guck mal, Riesenverpackung. So ein Produkt, das ist süß. Und das muss man sich dann wohl punktuell drauf geben. Das ist ja wirklich winzig klein. Aber hübsch. Mhm. Interessante Farbe. Ja, kommt dann bei mir ins Badezimmer. Ich habe ja sonst dieses Teebaumöl oder so als Roll-On. Fand ich auch ganz klasse bislang. So, dann habe ich etwas für die Augenbrauen. Also wir haben echt viel dekorative Kosmetik drin. Das finde ich positiv, ne? Browly sagt mir nichts. Soap Booster and Brow Brush. Transparent. Okay, das ist sowas wie Soap Brows dann wahrscheinlich. Ich meine, dass ich Browly... Habe ich das auch schon bei Purish gesehen? Weil irgendwoher kommt mir die Marke auch bekannt vor. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Also ich habe diese Soap Booster noch nicht gesehen, aber Browly habe ich schon mal gesehen. Deswegen dann dachte ich gerade, ich hätte das schon mal irgendwo beim Surfen gesehen. Weil manchmal mache ich das wirklich... Habe ich mich gestern noch mit meiner Stiefmom unterhalten. Du kannst ja heutzutage nicht mehr wirklich shoppen oder stöbern oder bummeln gehen. Ich mag das aber eigentlich super gerne, dass ich so mir einfach angucke, was gibt es so Neues in Geschäften, was gibt es Neues auf dem Markt. Und da man jetzt nicht in Märkte reingehen kann, mache ich das halt am Laptop, ne? Und irgendwo habe ich Browly als Marke schon gesehen. Das ist so ein kleines Büchlein, was von der Optik her so ein bisschen an Miss Lynn erinnert, ne? Das kannst du halt aufklappen. Das sieht halt 1A aus wie ein Miss Lynn-Produkt, ne? Das ist super witzig. Normalerweise, ja, das ist halt fest, du hast ja auch diesen wirklich angenehmen großen Spoolie mit dabei, also langer Stiel, das finde ich super. Sprühst du hier ein bisschen Fixing Spray oder Wasserspray oder sonst was rein, dann gehst du hier mit da durch und dann kannst du deine Augenbrauen in Form bringen. Das werde ich austesten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist schon eine nice Kiste, ne? Also ich hatte das schon mal von Revolution, so in der Art. Das habe ich ja nicht so gefeiert, aber das wird jetzt ausprobiert. Vielleicht ist es ja besser und ich mag ja super gerne den 24 Hours Brow Setter von Benefit, weil der mir die Augenbrauen wirklich in Form hält. Ne? Der wird richtig hart, der tackert mir die Augenbrauen fest und das kann ich gut gebrauchen. Mal gucken, vielleicht ist es eine Alternative. Und dann habe ich hier noch etwas, was safe weiterwandern wird, weil ich kein Micellenwasser an sich mehr verwende, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass das alles nicht so gut sein soll. Lavera Naturkosmetik Hydro Sensation Micellenwasser. Natürlich effektive Reinigungsformel mit Bioalge und natürlichen Hyaluronsäuren. Ja, ne, das sind 400 Milliliter, das ist ein Riesending. Da hat man lange seine Freude dran. Aber wie gesagt, ich feiere das nicht so. Ich werde das weitergeben, meine Verlosung machen oder so. Und das war jetzt der Inhalt der Box, den ich wirklich gut fand. Also wir haben einen sehr... Young-lastiges Thema, würde ich mal so sagen. Also es richtet sich nicht so an die erwachsene, reife Frau, sondern eher so an die Jugendliche, die mit Unreinheiten zu kämpfen hat und die vielleicht die neuesten Trends ausprobiert. Pure Lay spricht zum Beispiel dafür, ne? Auch dieses Lip Kit und falsche Wimpern und so. Das ist schon ein bisschen extra, aber ich fand, dass die Box auch schon gut war, weil wir haben jetzt schon viele Boxen gehabt, die mehr so an die erwachsene Frau gerichtet waren. Da denke ich auch so ein bisschen an die Box, wo wir diese vegane Box hatten irgendwie. Da war auch von Banana Beauty der einzige Liquid Lipstick drin, den ich bislang behalten habe. Aber das hier war jetzt doch etwas, man merkt, dass die Dahlia halt 18 Jahre alt ist, wenn man das mal auf den Punkt bringen möchte. So, ja, aber ich fand's nice, ich find's nett. Ich werde die Produkte mal ausprobieren, euch in den Aufgebraucht-Videos, in den Schminkis und so weiter mein Feedback dazu geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!